Heißgelegte Pansen und Pansinchen. Du Florian? Jo, wo siehst? Ich denke, wir sollten mal reden. Also, ich weiß, du, es ist... Jetzt hörst du mir heute mal zu, du Dreckstepp. Ratet mal, wer in den Trends war. Ich? Schauen wir doch mal, was die Leute so schreiben. Der Heide, du Schwuchtel. Heide hated Feedback. Turbo X Double Multi. From Hell, Deluxe, Elite, Revolution, Reloaded, Origins, HD, Legendary, Weißwurst. Sehr geehrter De Heider, mit Freude erfuhr ich von Ihrer Lieferung des silbernen Playbuttons. Ich wusste vorher nicht mal, dass es einen silbernen Playbutton gibt. Seit langem bin ich Bewunderer Ihrer Kunst und Abonnent Ihres Kanals, noch bevor Sie über 180.000 Abonnenten hatten. Diese 180.000 Abonnenten hatte er vor, glaube ich, 3 Wochen. Mittlerweile sind es 230. Aus diesem Grunde ersuche ich Sie eindringlich, mit Ihrem Scheiß aufzuhören. Denn Sie versauen damit meinen Kanal, der sich gerade im Aufbau befindet. Im Aufbau befindet sich mein Kanal seit 1 Million Jahre oder so. Plus, minus, ist nur grobe Schätzung. Das erste Video habe ich veröffentlicht vor, ich glaube, 10 Jahren. Mit einem anderen Accountnamen, ja. Dann kam vor, ich schätze mal, 6 Jahren oder sowas, dieser Accountname dann hinzu. Viele Videos im Laufe der Zeit, die nicht sonderlich viel besser wurden, was die Qualität anging. Eine Linie hatten sie auch nicht, außer dass es mich ganz gut darstellt. Ich bin wirr und ich bin in alle Richtungen interessiert und nichts davon mache ich richtig. Anstatt mich, wie geplant, an so vielen Abenden mit Zocken oder dem Schneiden von Videos zu befassen, bleibe ich bei Ihren Videos hängen und springe vom Hundertsten ins Tausende, bis der Abend zu Ende ist. Und es ist tatsächlich so, denn schaue ich mal versehentlich irgendwo rein, um in einem meiner Videos nachzugucken, was ich denn jetzt gerade in einem Video, was ich gerade schneide, irgendwie gesagt habe oder gemacht habe, ein Bild rauszuziehen oder eine Videosequenz rauszuziehen und einzubauen, hüpfe ich immer versehentlich, dusseligerweise, auf ein Video vom Heider. Klick aufs nächste danach, klick aufs nächste danach. Und plötzlich ist es, wie jetzt am Mittwochabend, 00:30 nachts und ich muss einfach nur schnell ins Bett. Ich gucke mir auch die Videos mehrfach an. Meine Abonnenten gehen darum leer aus. Dreckstepp. Groß und Code, Mr. Kanor. Übrigens, für diejenigen, die es nicht wissen, der Name Mr. Kanor ist eine Abwandlung meines WoW-Namens Kanor, den ich damals immer wieder gern verwendet habe. PS. Für Außenaufnahmen empfehle ich einen Garten, der nicht in der Nähe von Tschernobyl liegt. Ey, Digga, du hättest voll andere krasse YouTuber, das ist voll nicht okay, Digga. Schalle. Und damit hallo, ihr lieben Leute. Jetzt mal aber mal ernsthaft. Ihr kennt mich alle als jemanden, der seit diesem Gerät süchtig ist. Ich spiele immer noch mit diesem Ding super gerne, auch noch mit diversen anderen Dingen. Außerdem bin ich Bauingenieur. Und ich habe irgendwann mal was mit Musik zu tun gehabt. Ansonsten kennt man mich im Büro als jemanden, der wunderbar laut ist, sich viel zu lange mit irgendwelchen sinnlosen Dingen aufhält, aber durchaus ganz gerne mal ein Späßchen auf den Lippen hat. Andere Leute kennen mich als jemand, der eigentlich immer nur am Meckern ist und irgendwie negativ. So, nun aber zu dem, worum es heute geht. Ich habe keine Ahnung vom wirklichen Leben und auch nicht, was auf YouTube so los ist. Und seit vielen Jahren weiß ich, dass es sowas wie YouTuber gibt. Bin versehentlich vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren irgendwann mal über LeFloid gestoßen. Seitdem Abonnent seines Kanals und das ist auch so ziemlich der einzige YouTuber, den ich irgendwie halbwegs regelmäßig geguckt habe. Bis vor 3 oder 4 Wochen, als mir der Heider über den Weg gelaufen ist. Und er hat quasi mehr oder weniger mir mal gezeigt, was denn so für YouTuber in Deutschland rumlaufen, die ich tatsächlich wahnsinnig seltsam finde, wo ich nicht nachvollziehen kann, wie sie überhaupt Abonnenten haben, beziehungsweise regelmäßig Content rausbringen können und damit auch noch Geld verdienen. Und im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur sagen, es ist gut, dass es jemanden gibt, der das auf so eine ironische und sarkastische Art und Weise verpackt und versucht, den Leuten näher zu bringen. Klängern sei hier auch genannt. Auf der anderen Seite trifft man mit so einem Hate-Format natürlich nicht jeden und erreicht auch nicht jeden, um die Message, die dahinter steckt, näher zu bringen. Und die Message ist meines Erachtens nach, schaltet euer Gehirn ein und versucht irgendwie YouTube ein bisschen sauber zu halten oder die Realität auch sauber zu halten vor solchen seltsamen Menschen. Denn es ist nicht cool, was so seltsame Menschen wie der Heider rausbringen oder diejenigen, auf die er sich bezieht in seinen Hate-Videos.
Namen wie ApoRed kannte ich von LeFloid. Das war es aber auch schon. Ich wusste nie, worum es da geht. Ich habe gedacht, es wäre irgendjemand, der wahnsinnig seltsam ist, aber er ist noch viel seltsamer, als ich gedacht habe. Die ganzen anderen Namen, die ich mir weder merken noch aussprechen kann oder sowas, ich bin schockiert. Ich möchte aber eigentlich nur sagen, schaltet euer Gehirn ein, denkt ein bisschen mit, werdet anders als solche Menschen, auf die sich das Hate-Format bezieht. Denn das ist etwas, was wir nicht brauchen, weder in der gebildeten Gesellschaft noch in einer ungebildeten Gesellschaft wollen wir so etwas haben. Naja, wollen einige vielleicht schon, aber wir können es einfach nicht brauchen. Schlichtweg, wir können es nicht brauchen. Gehaltlose Menschen, gut, meine Videos sind jetzt auch nicht toll, aber darum soll es hier nicht gehen. Gehaltlose Menschen, weiß ich nicht, die dann auch noch der Meinung sind, sie haben die Möglichkeit, etwas zu verbreiten, also verbreiten sie es. Trifft auch auf meinen Kanal zu. Wie komme ich aus der Sache jetzt am besten raus? Aber was wollte ich denn eigentlich mit diesem Video sagen? Ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, sorry, dass es in letzter Zeit nichts zu den Videos kommt, die ich ganz gerne rausbringen möchte, die ich angekündigt habe. Es liegt nicht nur an dem werten Florian Haider, sondern auch daran, dass ich zwischenzeitlich im Urlaub war, vorher Stress hatte. Es ist schwierig, nach dem Urlaub wieder ins Berufsleben reinzukommen. Außerdem ist mein Arbeitsweg durch Umzug des Büros auch irgendwie eine halbe Stunde länger geworden. Übrigens auch eine Meinung, die LeFloid bis vor einem Jahr auch noch regelmäßig irgendwie mal vertreten hat, beziehungsweise propagiert hat in seinen Videos, ist, ihr müsst das machen, was euch Spaß macht. Und hinter Zwängen herzurennen macht mir leider überhaupt keinen Spaß. Blöderweise setze ich mich halt immer selbst so unter Druck. Und darum kann ich eigentlich nur sagen, ja, ich möchte diese Videos gerne machen, aber es ist tatsächlich schwierig, das neben einer 40 plus x Stunden Woche nebenher zu machen, wenn man halt auch noch zusätzlich eigenen Haushalt führt, Kind hat, dies, das, jenes. Och, lieber Therapeut, bitte hilf mir. Es ist nicht ganz so einfach, aber es macht mir trotzdem weiterhin Spaß. Ich habe es erwähnt, das Fantasy-Live-Video durch die ganzen Lunaris-Quests habe ich vorbereitet. Im Sinne von, ich habe es gespielt, ich habe Screenshots gemacht, ich habe was dazu gefilmt und sowas. Das Schneiden wird super aufwendig, da brauche ich einen ganzen Tag für. Den habe ich voraussichtlich wieder die nächsten Wochen nicht, was mich nervt, aber ist halt so. Darum kann ich da nicht weitermachen. Weitere Videos, das passiert gelegentlich dann doch mal nebenher, entgegen dem, was ich Herrn Haider eingangs des Videos versuchte mitzuteilen. Nee, also allen Ernstes, gelegentlich findet man dann doch natürlich immer wieder mehr Zeit, als man behauptet für solche Kleinigkeiten. Ich habe Super Metroid gespielt, ich habe gelegentlich versucht, weiter an Prince of Persia zu schneiden. Ich habe neulich auch mal endlich wieder den Fernseher, der ja immer noch teildefekt ist, angeschmissen und Eternal Darkness weitergespielt. Aber es ist halt alles nicht so schnell fortschrittlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Gibt's Hunger eigentlich noch? Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, wenn ihr auf Sarkasmus und Ironie und fiesen Humor steht, das muss man hinter den Videos auch immer sehen, auch wenn viele Dinge sicherlich auch ernst gemeint sind, dann schaut euch den Haider an. Schaut auch weiterhin rein, was auf meinem Kanal passiert. Ich finde es immer noch schade, dass meine Super Metroid-Videos so wenig Klicks haben. Ich finde es immer noch sehr schade, dass meine Prince of Persia-Videos so wenig Klicks haben. Und ich finde es auch sehr schade und unverdient, dass meine Eternal Darkness-Videos so wenig Klicks haben. Auch da ist noch nicht alles zu Ende. Mit Fantasy Life geht es auch weiter. Sage ich auch immer wieder, weiß ich. Aber auch das ist der Fall. Aber es wird nicht für immer sein. Auch das müssen wir akzeptieren. Dementsprechend gebt mal in anderen Formaten eine Chance. Und dann drehe ich jetzt seit heute Morgen um 5:30. Ja, Obacht, 5:30. Jetzt ist es, ich kann es jetzt nicht lesen, das ist spiegelverkehrt, ich muss so gucken, 4:30, also seit guten 10 Stunden vor dem PC sitze, wegen Videos, wegen dem Haider, wegen Videos und irgendwie eigentlich nur ganz gerne mal so ein bisschen chillen wollte, das Wochenende. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch ein angenehmes Haider out und eine Community High Five in 3, 2, 1, so bam! Und das, lieber Florian, ist für dich.